Die letzten zwei Pflichtspiele erfolgreich absolviert, jetzt darf die Nationalmannschaft in die wohlverdiente Sommerpause. Zuvor stand aber noch einer im Mittelpunkt, der Mann mit den Rasterzöpfen, Leroy Sané. Die Gerüchteküche um den Mann von Man City brodelt, angeheizt durch das Interesse vom FC Bayern. Ich weiß, dass Leroy mich extrem mag und von daher würde er es, glaube ich, genießen, noch ein paar Jahre mit mir zusammen zu spielen. Aber letztendlich ist es seine Karriere, es ist seine Entscheidung irgendwo auch ein Stück weit, wobei ich glaube nicht, dass er die Entscheidung alleine trifft. Da spielt natürlich auch Man City eine wichtige Rolle mit. Deswegen müssen wir abwarten, aber egal was er macht, der Junge ist auf einem sehr, sehr guten Weg und egal wo er sein wird in den nächsten Jahren, ist es ihm immer zu gönnen, dass er erfolgreich ist. Nein, bearbeitet habe ich ihn nicht. Ich glaube, ich hatte in der vergangenen Saison bzw. im letzten Jahr eine ähnliche Situation, wo ich eine ähnliche Entscheidung treffen musste und ich habe auch für mich die Erfahrung gemacht, dass man die ganz in Ruhe und für sich alleine treffen sollte. Natürlich habe ich mit ihm darüber gesprochen und ihm, denke ich, auch aufgezeigt, dass das kein schlechter Schritt wäre. Aber ich glaube, das muss er schon selbst entscheiden und ich würde mich natürlich extrem darüber freuen. Ich kenne ihn schon extrem lange und ist ein guter Freund von mir und dass er auch dem aus fußballerischer Sicht uns weiterhelfen würde, ist, denke ich, auch klar. Aussagen, die nicht für Klarheit sorgen, aber für eine klare Botschaft. Die Geschichte von Leroy Sanés möglichem Wechsel zum FC Bayern ist noch lange nicht auserzählt. Ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub und alles Weitere wird man dann sehen. Darf Bayern denn hoffen? Darf Bayern hoffen? Ich glaube, das war's für die Bayern-Fragen. Dankeschön.